18. März 2019, 19.59 Uhr, jspt-online.de. Judith Rakers, sie feiert heute ihren 11. Jahrestag bei der Tagesschau. Quelle Imago, Future Image. Judith Rakers freut sich gerade über ihren Jahrestag. Vor 11 Jahren stand die 43-Jährige zum ersten Mal für die Tagesschau vor der Kamera. Heute verrät sie, wie nervös sie damals war. Judith Rakers, die schönsten Bilder ihrer Karriere. Heute habe ich 20 Uhr Jahrestag, schreibt Judith Rakers unter ein Bild von sich, das sie vor dem berühmten Hintergrund der Nachrichtensendung zeigt. Vor 11 Jahren stand ich das erste Mal für die Primetime News der ARD vor der Kamera, heißt es in ihrem Beitrag weiter. Mit 32 Jahren gab es für Judith Rakers damals ihren ganz großen Durchbruch als Nachrichtensprecherin. Zuvor moderierte sie bereits das Hamburger Journal im Norddeutschen Rundfunk. Ab 2005 war sie auch schon in der Tagesschau zu sehen, doch nicht zur beliebten Primetime. Die rief bei der gebürtigen Paderbornerin beim ersten Mal zunächst eines hervor, Nervosität. Doch mittlerweile sei daraus eine gesunde Anspannung geworden, wie Judith Rakers schreibt. Der Tag der Sendung ist ein normaler Arbeitstag geworden. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die zitternden Beine, die ich heute vor 11 Jahren schon um die Mittagszeit hatte, erklärt die Fernsehmoderatorin und Journalistin. Was geblieben ist in all den Jahren, die Freude an diesem Beruf und an dem hochprofessionellen Team. Ich freue mich auf die nächsten 11 Jahre, so Judith Rakers weiter. Fotoshow, die schönsten Bilder von Judith Rakers. Mittlerweile steht sie neben der Tagesschau auch für einige andere Formate vor der Kamera. Neben Giovanni da Lorenzo moderiert Judith Rakers die Talkshow 3 nach 9. Für das NDR-Fernsehen setzt sie sich außerdem in einer Reportagereihe mit sozialkritischen Themen auseinander. 2017 gründete sie eine eigene Produktionsfirma, um in der Zukunft auch eigene TV-Formate zu entwickeln. An ihrem Jahrestag hat die Moderatorin übrigens frei und steht nicht vor der Kamera. Sie genießt ihr Jubiläum mit einem leckeren Dinner.